is no doubt about it. No matter where you'll ever be, on land, on sea, the earth moves constantly. The world is fun, and when I roam throughout it, I see all over but one thing. To life they cling, the coolie and the king. Morning brings the dawn, when life looks all fresh and bright. Everyone enjoys the twinkling stars by night. The world is round, I've wondered all about it. And when you're lonely or you're blue, cheer up and smile, a song will bring you through. Cheer up and smile, tomorrow's always new. Bum 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 bum. Hello. Hello, come in. Wenn du willst schwimmen, besser steig ein. Wohin gehst du? Nach Steinkirchen, das ist der nächste Ort. Steinkirchen? Ich gehe auch nach Steinkirchen. Steig ein. The world is round, I've wondered all about it. And when you're lonely or you're blue, cheer up and smile, a song will bring you through. Cheer up and smile, tomorrow's always new. Bum 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 bum. Oh, du traurig. You don't understand English. Ich kann auch Deutsch. Die Welt ist rund, daran ist nichts zu ändern. Und wird dir manchmal auch zu bunt, dann sing dein Lied und lache dich gesund. Dann sing ein Lied und lache dich gesund. Ba-bum, 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 ba-bum. Danke fürs Mitnehmen. Auf Wiedersehen.
herein. Du? Was willst du hier? Man hat mich begnadigt. Begnadigt? Einen, der lebenslänglich hat? Auf einmal? Warum? Warum hat man dich begnadigt? Wegen guter Führung. Das geschieht manchmal. Sie haben mich begnadigt. Und sie haben mich heimgeschickt auf meinen Hof. Was sagst du da? Nach 18 Jahren stellst du dich hin und sagst dein Hof? Er gehört mir doch. Das ist vorbei. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Was? Franziska. Sein Hof. Kommt aus dem Zuchthaus und sagt sein Hof. Nein, Matthias. Das Anrecht darauf hast du verwirkt an dem Tag, an dem du meine arme Schwester umgebracht hast. Wer hat sich hier um alles gekümmert, als du weg warst? Ich. Wer hat euer Kind großgezogen, es ernährt und gekleidet? Ich. Und wer hat dir alles zusammengehalten in den schweren Jahren? Ich, nur ich! Und jetzt kommst du her und willst den Herrn spielen. Ich habe meine Strafe verbüßt. Und Gott weiß, und du weißt es auch, dass ich gar nicht so schuldig war, wie damals gesagt wurde. Ich weiß nichts weiter, als dass du ein Mörder bist. Du weißt es besser. Der Hof ist mein, Franziska. Und ich bin jetzt hier. Und ich bleibe auch hier. Na, wenn das so ist, Mutter, dann werden wir wohl in Zukunft mit dem da unter einem Dach wohnen dürfen. Wem das nicht passte, er kann ja gehen. Ich bleibe. Du bleibst nicht. Wir werden ja sehen, wer recht bekommt, du oder ich. Der Hof gehört mir. Und später erbt ihn Lena. Wo ist denn Lena? Bist du Lena? Bildest du dir wirklich ein, die Lena will mit dir was zu tun haben? Mit dem Mörder ihrer Mutter? Na los, Lena, sag's ihm. Willst du zu dem der Vater sagen? Loretta. Du meinst das auch? Ich hätte hier nichts zu suchen. Warum esst ihr denn nicht weiter? So hättest du ihn nicht gehen lassen dürfen, Franziska. Ach was? Der gehört nicht mehr auf den Hof. Ach,
Das Gnadenbrot. Wer hätte gedacht, dass er jemals wieder zurückkommt? Ich weiß nicht. Mir ist nicht wohl in meiner Haut. Er ist ja schon wieder weg. Vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest ihn hier behalten. Er hat doch ein Recht. Recht? Ich bin hier groß geworden. Der Hof hat meinen Eltern gehört und nicht ihm. Ja, aber der Hof ist doch erst groß geworden durch das, was er damals dazu gebracht hat. Außerdem, deine Eltern haben dich doch ausbezahlt, als wir geheiratet haben. Erinnere mich lieber nicht daran. Oder hast du vergessen, dass du meine Mitgift verschludert hast? Das alte Lied. Fängst du schon wieder damit an? Ja, damit fing alles an. Ich will nicht, dass unser Sohn Tagelöhner wird wie du. Nur nicht so hoch hinaus, Franziska. Ich hab keinen Meineid auf dem Gewissen. Ich nicht. Josef! Wenn du damals nicht gelogen hättest, wäre Matthias mit einem oder zwei Jahren davon gekommen. Vielleicht hätten sie ihn sogar freigesprochen. Du redest ja, als hätte er meine Schwester nicht umgebracht. Vor mir brauchst du nicht zu lügen wie vor Gericht. Hast du mir nicht erzählt, dass deine arme Schwester nicht nur den Matthias, dass sie auch dich gebettelt und gequält hat, ihr alle Tabletten auf einmal zu geben, damit sie von ihren Schmerzen erlöst wird? Später freilich hast du nichts mehr davon gewusst. Hast du ausgesagt, dass sie glaubte, wieder gesund zu werden. Und wie sehr sie ihrem Leben hing. Bist du jetzt fertig? Das hörst du nicht gern, ich weiß. Du hast es so hingestellt, als hätte er deine Schwester aus Habgier umgebracht. Das war auch so. Es war nicht so. Und wenn ich du wäre, Franziska, ich hätte Angst. Tante, ich glaube, wir müssen mal nach der Blesse sehen. Bett den Großknecht. Ich komme. Ein schönes Kälbchen hast du zur Welt gebracht, hm? Ich hab's schon geholt. Du bist also doch hier geblieben? Ja. Ich gehöre ja hierher. Das werden wir sehen. Wenn das Kalb schon da ist, dann kann ich ja wieder schlafen gehen. Warum bist du nicht gegangen? Weil ich nicht fortgehen wollte, Lena. Das ist ja mein Hof. Und auch deiner. Ich glaube, dass es gut ist, dass ich gekommen bin. Sie halten dich für eine Magd. Sie halten mich, wie man die Tochter eines Zuchthäuslers hält. Das wird doch jetzt alles anders. Jetzt bin ich doch da, Lena. Lena. Kind. Ich will dein Kind nicht sein. Er hatte lebenslänglicher Fahrrad. Das ist doch wie tot. Kein Mensch hat mehr an ihn gedacht und an das, was er getan hat. Er darf nicht bleiben. Sie müssen mir helfen, Herr Pfarrer. Nein, Frau Donat. Wenn schon die weltlichen Behörden Matthias Bruckner begnadigt haben, dürfen doch wir Christen ihm erst recht nicht unsere brüderliche Gemeinschaft versagen. Ja, man hat mir die Akten schon hergeschickt. Wie die Dinge liegen, ist es besser, du einigst dich mit deinem Schwager. Das verstehe ich nicht. Man hat ihn doch damals entmündigt. Man hat ihm doch die
Die bürgerlichen Ehrenrechte. Du meinst aberkannt. Ja, das ist mit der Begnadigung aufgehoben. Und was den Hof betrifft, der gehört ihm. Bürgermeister, mein ganzes Herz, meine Arbeit, meine besten Jahre habe ich daran gehängt. Das gibt einem doch ein Recht. Aber was kränkst du dich denn, Franziska? Das hast du doch immer gewusst. Du hast nur die Verwaltung vom Hof und die Vormundschaft von Lena, bis sie mündig wird. Jetzt, wo Matthias zurückgekommen ist, da hast du nichts mehr zu sagen. Es sei denn, er überlässt dir alles freiwillig und geht. Der wird gehen. Verlass dich drauf. Danke, Christoph, das kann ich schon selbst. Lass nur. Gibt es keine Knechte auf dem Brucknerhof? Wir haben zu tun? Nein. Ich hörte, dein Vater ist wieder da. Ach. Reden Sie schon drüber? Deine Tante. In aller Herrgottsfrüh ist sie von Haus zu Haus gelaufen. Bei uns war sie auch schon. So? Ja. Das ganze Dorf hat sie gegen ihn aufgewiegelt. Wir wollen ihn alle boykottieren. Soll er nur fühlen, wie das ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man im Zuchthaus gesessen hat, aber ich weiß, wie es ist, wenn man die Tochter von so einem sein muss. Arme Lena. Ich brauche dein Mitleid nicht. Du hast früher auch nichts von mir wissen wollen. Schimpfnamen hast du mir nachgerufen, genau wie die anderen. Aber Lena, damals waren wir doch noch Kinder. Jetzt ist doch alles ganz anders. Weißt du nicht, dass ich dich gern hab? Mich? Mich hat keiner gern. Ich hab nicht vergessen, wie ihr zu mir wart, und ich werd's auch nicht vergessen. Euch nicht. Und meinem Vater nicht. Seit wann ist der Teiger auf dem Hof? Ich hab dich was gefragt. Keiner wird ihm einen Gruß geben. Keiner wird mit ihm reden. Und keiner wird ihm helfen. Das hält er nicht lang aus. Der wird gehen, sag ich dir. Er wird bleiben. Wieso? Weil der Bürgermeister das gesagt hat? Nein, Hans, hab keine Angst. Du wirst auf diesem Hof der Bauer. Das habe ich mir geschworen, wie du noch so klein warst. Dafür habe ich alles auf mich genommen. Alles. Du schon, Mutter. Was meinst du damit? Frag den Vater. Was passiert? Franziska, ich hab's gut gemeint. Was? Du hast ein Verbot, mit dem Zuchthäusler zu reden? Na und? Mein Vater holt ihn ins Haus und gibt ihn in die beste Kammer. Bist du verrückt? Franziska, ich hab mir's überlegt. Wir dürfen uns nicht so ins Unrecht setzen. In der Scheune schlafen. Wie ein Landstreicher. Wo er eigentlich hier der Herr ist. Ach du. Wenn's nach dir ginge, säßen wir ja alle drei noch in der Tagelöhnerhütte und hätten nichts zu beißen. Du fühlst dich ja nicht wohl, wenn du nicht Knecht bist. Und was bist du? Du schreckst vor nichts zurück, wenn du etwas haben willst für deinen Herrensohn. Josef, ist es deine Pflicht, zu mir zu halten? Das tue ich ja, Franziska. Ja, das ist ja auch gleichgültig. Der bleibt nicht lange hier. Dafür habe ich gesorgt. Die haben mir alle in die Hand versprochen, zu mir zu halten. Oh.
Bevor ich mit meiner Predigt beginne, fordere ich die Männer, die eben ihre Bank verlassen haben, auf, ihre Plätze neben Matthias Bruckner wieder einzunehmen. Ich warte. Ich warte. Zum dritten Mal, ich warte. Wie könnt ihr einen, der zu uns zurückgefunden hat und der den Frieden sucht, aus dem Haus des Herrn vertreiben? Schämt ihr euch nicht, euren falschen Hochmut, eure Selbstgerechtigkeit, hier im Angesicht Gottes zu zeigen? Im ersten Brief Johannes, Kapitel 4, steht geschrieben: So einer spricht, ich liebe Gott und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Aber was ich eben hier erleben musste, war weit ab von jeder Bruderliebe. Ich bin enttäuscht und schwer erschüttert. Hildegard! Ja? Komm mal! Ich habe etwas für dich. Du sollst mir nicht immer was mitbringen. Oh, ist der aber schön. Ach, ich mach dir Sorgen. Oh, lass das, mach ich lieber selbst. Dankeschön. Oh, du bist ein fine Lady. Du siehst sehr schön aus. Und was soll es sein? Oh, ein Bier. Helfen. Der Fahrer hat recht gehabt. Es wird Ärger geben. Er ist am Draht. Was? Ja, hat er denn kein Schamgefühl im Leib? Raus mit dem Mörder! Zuchthäuser! Raus mit ihm!
Raus! 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 Schokolade! Hallo, alter Mann! Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin dein Freund. Ich habe keinen Freund. Oh, du dürfen das nicht sagen. Meine Mami hat mir immer gesagt, wenn du ganz allein und traurig bist, du hast immer einen Freund. Gott. Du hast sogar zwei Freunde. Gott und Joshua Washington Stone. Ja, das ist mein Name. Das bin ich. Lena. Wein doch nicht, Lena. Ich kann es nicht mit ansehen. Hast du nicht gehört, was sie meinem Vater zugerufen haben? Mörder, Zuchthäusler. Warum ist er nur zurückgekommen? Jetzt fängt alles wieder von vorne an und mich lassen sie es büßen. Lena, wenn es dir zu viel werden sollte und wenn du nicht mehr weiter kannst, auf dem Wiesnerhof bist du immer willkommen. Deine Eltern würden sich schön bedanken für so einen wie mich. Lena, red dir doch sowas nicht ein. Ich red mir nichts ein. Ich bin die Tochter eines Zuchthäuslers und das bleibe ich mein Leben lang. Nun geh und lass mich zufrieden. Ja. Wie du willst. Ich hab's ja nur gut gemeint. So geht es besser. Jetzt, ich muss gehen. Danke. Don't forget, I'm your friend. Ich bin dein Freund. Okay? Okay. Ah, du kannst schon Englisch. Gut. Wir sehen uns wieder. So long. Hallo. Wenn der nicht gewesen wäre, hätten sie ihn vielleicht gesteinigt. Ich glaube, der hat auch so genug. Geht ins Haus, ich rede mit ihm. Na? Hast du jetzt gemerkt, dass du nicht hierbleiben kannst? Das nächste Mal schlagen sie dich tot. Ich werde dir Geld geben. Geh irgendwo anders hin, wo dich keiner kennt. Das hast du dir fein ausgedacht, Franziska. Aber du wirst mich nicht los. Ich muss hier bleiben, damit wenigstens Lena zu ihrem Recht kommt. Und wenn sie mich totschlagen. Warum weint Baby? Es weint immer. Nie hat man seine Ruhe. Oh, du willst spielen, ha? Ja. Ja, geh spielen. Stay by Baby hier. Oh, du. Hildegard! Ja, ich komme. Sieh zu, dass du den Josu endlich loskriegst. Im ganzen Dorf reden sie schon drüber. Da gibt's nichts zu reden. Ich hab nichts mit ihm. Aber warum machst du ihm dann so schöne Augen? Wenn eine Kellnerin Geschäfte machen will, muss sie freundlich sein. Zu jedem.
Oh, Baby, nicht weinen. Oh, nein, nein, hier ist Schokolade. Ja, Schokolade. Ja, Schokolade. Ja, jetzt ist schlafen. Baby, Sonnenschein. Baby, close your eyes. Now you live with all your dreams still in paradise. Baby, don't you cry. Baby, don't you weep. Life will bring you happiness. Baby, go. Dass die immer singen müssen. Baby, mir gefällt's. Sonnenschein, träume still und süß. Heute ist deine kleine Welt noch ein Paradies. Baby, Sonnenschein, schlafe ruhig ein. Du sollst froh und glücklich sein. Ich lass dich nicht allein. Er schläft jetzt. Glaube ich, ist nicht musikalisch. Das ist, wir bringen ihn zu Mami, ja? Huh? Komm, Hildegard. Oh, ich bin kein gutes Babysitter. Jetzt, ich will Mittagessen und ein Bier. Warme Küche gibt's nicht mehr. Er ist böse. Warum? Nicht deinetwegen. Weißt du, wer der Mann war, den du in Schutz genommen hast? Einer, den niemand im Dorf hier haben will. Der hat seine Frau umgebracht. He is a murderer. You understand? Nein. Er ist gut. Ich sehe seine Augen. Vielleicht seine Frau war böse. Vielleicht sie liebt einen anderen Mann. Du, wenn du liebst einen anderen Mann, vielleicht ich will das auch tun. Ich bring dich um. Na, na. Bist du verrückt? Wenn du so anfängst, dann bleib lieber weg. Du hast kein Recht auf mich. Oh, Hildegard, forgive me. Ich bin ein Fool. Ich bin wieder brav. Matthias, gib doch nicht nach. Es muss sein, Hans. Und deshalb soll ich gleich die Lena heiraten? Wer sagt denn, dass sie mich will? Na? Wenn du zum Beispiel ein bisschen gescheit wärst, da wird sie schon wollen. Oder müssen. Wieso? Ach so, meinst du? Hans, wenn ihr erst verheiratet seid, bist du der Herr im Haus. Da muss Matthias gehen, ob er will oder nicht. Na, da habt ihr euch wieder was Feines ausgedacht. Ein Kind geht in den Garten, will nach den Blumen sehen. Es findet blaue Veilchen so lieblich und so schön. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder hier geschah. Der Frühling, der Frühling, der Frühling, der ist da. Ein Kind geht in den Garten, will nach den Blumen sehen. Es findet rote Rosen, geheimnisvoll und schön. Ein Wunder, ein Wunder hier geschah. Der Sommer, der Sommer, der Sommer, der ist da. Ein Kind geht in den Garten, will nach den Blumen sehen. Es findet bunte Dahlien, so leuchten und so schön. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder hier geschah. Der Herz mit den herrlichen Farben, der ist da. Alle, komm mit.
Ein Kind geht in den Garten, will nach den Blumen sehen. Es findet Schnee statt Blumen, so Blüten weiß und schön. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder hier geschah. Der Winter, der Winter, der Winter, der ist da. Ein Kind geht in den Garten, will nach den Blumen sehen. Und alles, was es findet, ist immer wieder schön. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder hier geschah. Der Schnee ist geronnen, der Frühling wieder da. Der Schnee ist geronnen, der Frühling wieder da. Sieh mal, das Fräulein Rühr mich nicht an, wartet auf jemand, der Christoph heißt. Ich habe auf niemand gewartet. Und dann kann es dir ganz gleich sein. Und wenn es mir nur nicht gleich ist? Was willst du überhaupt hier? Einem hübschen Mädel Gesellschaft leisten, ist das verboten? Ich brauche keine Gesellschaft und deine schon gar nicht. Ist dir ja so zuwider? Ja, dass du es nur weißt, du bist mir zuwider. Ach, der Christoph aber nicht. Ich meine, der Christoph ist dir nicht zuwider. Denk, was du willst und bitte lass mich los! Hoppla, so kommst du hier nicht weg. Bei mir zahlt jeder zuerst den Wegzoll. Da hast du deinen Wegzoll. Hier, ich habe etwas für dich. Oh. Ach bitte, Josua, noch ein Lied. Oh nein, ist genug. Ach bitte. Oh nein. Wollt ihr ein Lied oder Schokolade haben? Schokolade! Ja, gut. Hab ich hier, oder? Komm, oh, für dich, ja? Also, hier, für dich. Habe ich dich. Lass ich dich nicht mehr weg. Lass mich los. Die bleibt hier. Ich sage, die bleibt hier. Die muss Ruhe haben. Ich möchte nur wissen, wer hier anschafft. Das wirst du bald herausfinden. Ich hole die Bäuerin. Das tu nur. Verstand verloren haben. Jetzt reiß ich nicht mit dir ab.
Seitdem du gemerkt hast, dass ich hier nicht zu vertreiben war, hast du deinen Sohn auf die Lena gehetzt. Matthias, komm doch zu dir. Willst du noch einen Mord begehen? Ja, das könnte ich jetzt. Hast du nicht als Einzige gewusst, dass es damals kein Mord war? Das hat dir aber keiner geglaubt. Aber du hast es beschworen, dass sie leben wollte. Mir kam es auf einen Meinheit nicht an. Das kannst du nicht beweisen. Ruf dann die Polizei! Der gehört jetzt Irrenhaus! Ja, ruf die Polizei nur! Dann brauche ich nichts zu tun. Ich lasse mein Kind nicht schänden. Lasse meinen Hof nicht stehlen. Raus jetzt! Hans! Hans! Wenn mich einer anrührt. Matthias, nimm doch Vernunft an. Deine Frau verlässt dich über den Hof. Wer mit dir gehen will, er kann seine Sachen packen, aber gleich. Wer bleiben will, kann bleiben. Wenn er nicht Donald heißt. Wenn du mich jetzt rauswirfst, kommen alle mit mir. Dann stehst du ganz allein da. Keiner wird bei einem Mörder im Dienst bleiben. Entscheidet euch. Halbe Stunde habt ihr Zeit. Bereuen. So. Jetzt kann man wieder atmen hier. Lena, du bist auch wach. Bleib doch. Ich bin nicht mit den Donalds gegangen, aber ich bleib auch nicht bei dir. Lena, wir könnten doch ein neues Leben anfangen. Wir beide. Du und ich. Ein glückliches. Ich bitte dich, bleib bei mir. Wie kann ich das? Wie kann einer darüber hinwegkommen, dass der eigene Vater die Mutter... Lena! Du kennst die Wahrheit nicht, Lena. Du kannst mich nicht verurteilen, wenn du mich nicht angehört hast. Spar dir deine Worte, ich glaub dir nicht. Was auch immer gewesen sein mag, Lena. Du bist mein Kind. Ich kann nicht Vater zu dir sagen. Lena, wo willst du denn hin? Christoph, du hast einmal gesagt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann... Komm. Thank you.
Ein harter Schlag für die Franziska. Erst auf dem schönen Hof und jetzt mit der Schwiegermutter in der alten Hütte. Das ist nicht für lange. Der wird bald zu Kreuze kriechen. Er wird uns noch betteln, dass er zurückkommt. Die Ernte fängt an. Wie will er damit ohne uns fertig werden? Natürlich. Ah, das gibt einen Schnaps. Hildegard, ein Zwetschgenwasser. Dass du immer gewinnst. Ich hab eben Glück. Nicht überall. Was meinst du damit? Noch ein. Von mir aus? Also? Na, bei der Lena bist du doch abgeblitzt. Bei dir? Gerade umgekehrt war's. So eine ist da nichts für mich. Die müsste schon anders aussehen. So? Wie denn? Oh, so wie du zum Beispiel. Hilde, wo bleibt das Bier? Kommt schon. Du kannst mir viel erzählen. Das sagst du doch allen. Aber bei dir stimmt's. Bürgermeister! Komm doch her zu uns, Karl, komm! Ja, komm mal, hier an unseren Tisch. Bier, Herr Bürgermeister. Ja, und Steiniger. Ja. Ah. Wisst ihr, wer eben bei mir war? Na, ja. Helen. Das wird dich interessieren, Hans. Der Bruckner. Ich soll ihm Erntearbeiter verschaffen. Von anderswoher. Lass das sein, Bürgermeister. Wir prügeln jeden aus dem Dorf. Jawohl, jeden, der auf dem Brucknerhof Arbeit annimmt. Soll er sehen, wie er es alleine schafft. Das Spannrad von der Getriebekette ist rausmontiert. Die Messer sind auch alle weg. Ich kann dir leider nicht helfen, ich habe keinen Mähbinder. Und von den anderen kannst du nichts erwarten, die sind selber alle auf dem Feld. Wieder okay? Was war denn? Ich fahre vorbei und sehe dich fallen. Und denke mir, was ist los? Zu viel für mich. Zu viel für einen allein. Bist du ganz allein? Komm, ich fahre dich nach Hause. Vielleicht ich kann helfen. Jetzt weißt du, warum ich allein bin. Ich wollte, ich wäre wieder im Zuchthaus. Ich weiß nicht mehr weit. Wozu lebe ich überhaupt noch? Ich hol deine Tochter. Doch nicht. Die hasst mich doch. Ich werde fortgehen. Es war sinnlos, es überhaupt zu versuchen. Nein, du bleibst hier. Josua, du begreifst es nicht. Ein Bauer, der... Er kann nicht zusehen, wie seine Ernte verfault und das Vieh verhungert. Jetzt haben sie es geschafft. Ich gehe freiwillig. Nein, du bleibst. Hier ist deine Heim und deine Farm. Nicht geben dem bösen Menschen. Ich schaff's doch nicht allein. Hier sieh mich doch an. Mir hilft doch keiner. Ich helfe dir.
Du hast ein gutes Herz, Josua. Du warst der Einzige, der gut zu mir war. Du kannst mir nicht helfen. Was wird morgen sein? Was übermorgen? Ich geb's auf. Du geh jetzt schlafen. Nicht denken. Joshua denkt. Joshua macht alles. Meine Mami hat mir immer gesagt, du Joshua, du bist klug in deinem Kopf. Ich habe eine Idee. Was hast du denn, Lena? Auf allen Feldern arbeiten sie, nur auf unserem nicht. Gestern habe ich deinen Vater beim Mähen gesehen. Muss ja sagen, er hat mir sehr leid getan, wie er sich da so allein abgerackert hat. Mir tut er nicht leid, er hat, was er verdient. Aber Lena, man muss doch mal vergessen können, was gewesen ist. Das kann keiner von mir verlangen. Na ja, schön. Musst du mit dir selbst ausmachen. Ich jedenfalls werde ihm helfen, sobald wir mit unserer Ernte fertig sind. Und wenn das ganze Dorf dagegen ist. Hü! Du, Christoph! Christoph, schau mal! Die fahren ja alle auf euren Hof. I'm Captain Brown. Glad to see you. We're coming here to help you. Ich habe deine Story erzählt. Captain Brown hat gesagt zu all meinen Kameraden, wer will dieser Freund von Joshua helfen? Alle hat kommen und gesagt, ich. Und sie hat alle ihren freien Tag genommen, um dir zu helfen. Well, and now here we are. Sie wollen mir alle helfen. Alle? Alle wollen Sie helfen. Ich habe auch eine Farm. Back home in the States. Listen, boys. Ah, he's a good fellow. We all like him. Unser bester Officer. Dann könnte ich ja doch die ganze Ernte. Was habe ich gesagt? Bin ich klug in meinem Kopf? Glaubst du es jetzt? Ja. Jetzt glaube ich, Josua. Das sind doch Soldaten. Amis. Wollen die dem Bruckner helfen? Lovins Dorf sagt den Donuts Bescheid. Mit denen kann der Hans das nicht machen. Jeden Fortprügeln, der auf dem Bruckner-Hof arbeitet. Troubles are soon forgotten in the joy of work well done. When it's harvest time in the country, then we reap the crops we've grown. When the time is right, we will gather all the faith and love we have sown. When it's harvest time in the country,
harvest time in the country, and the song rings through the land. Then an echo sounds from the forest, calling, come and lend a hand. See the sparkle there in the morning, golden grain flies high in the sun. All our troubles are soon forgotten in the joy of work well done. When it's harvest time in the country, then we reap the crops we've grown. When the time is ripe, we will gather all the faith and love we have sown. Das ist also wahr. Was steht ihr denn da rum und glotzt? Muss man sich das gefallen lassen? Ja, was sollen wir denn machen? Ihr habt gesagt, ihr haltet zu uns. Na, Hans, du hast doch den Mund so voll genommen. Jetzt prügelte sie doch raus mit deinen Burschen. Wenn ihr euch traut. Habt ihr mir nicht in die Hand versprochen, mir gegen den Zuchthaus dabei zu stehen? Ja, da kann man nichts machen, Franziska. Das ist höhere Gewalt. Sie möchte, dass wir den Amerikanern den Krieg erklären. Was geht das die an? Wie kommen die überhaupt dazu, ihm zu helfen? Weil du ihm nicht geholfen hast, Franziska. Obwohl es dein Schwager ist. Und von euch hat ihm auch keiner geholfen. Also ich will mich von denen nicht beschämen lassen. Ich mach mit. Und ihr, vom Brucknerhof, ihr solltet eigentlich auch helfen. Und auch ihr anderen solltet euch von denen da nichts vormachen lassen. Er hat ja recht. Kommt, wir gehen rüber. Look, sie alle kommen. Jetzt ist alles aus. Und da siehst du, was du geschafft hast. Genau das Gegenteil von dem, was du wolltest. Komm, Franziska, lass uns gehen. Hier haben wir nichts mehr verloren. Alles haben wir verloren. Lena, meine Leute und ich, wir können uns nicht mehr ausschließen. Kommst du mit? Schön, wie du bist. Los! Kommt alle mit! Wir fahren rüber zum Brucknerhof, schnell! Hü! Das ist Lena. Sie wird auch kommen. Hallo, Lena. Ich bin Joshua. Ich möchte mit dir sprechen. Wenn das so weitergeht, hast du deine Ernte an einem einzigen Tag in der Scheune. Ich schick dir später auch die Dreschmaschine. Kenn dich. Du bist der Christoph von Wiesner, hm? Ja. Damals warst du noch ein kleiner Junge. Übrigens, weil du die Lena aufgenommen hast. Dankeschön. Ich hab sie gern. Sie kommt nicht. Du musst dir Zeit lassen. Für sie ist es am schwersten. Thank you.
Danke, ich hab genug von der Kohlsuppe. Sei froh, dass du noch Kohlsuppe hast. Bist nicht mehr auf dem Bruckner Hof. Das brauchst du, um sich immer wieder vorzubeten. Man meckelt nicht an allem rum. Schad nicht mehr. Und du wirst dich auch daran gewöhnen müssen, dass du jetzt arm bist. Freut dich wohl, was? Freut mich nicht. Das tut mir auch nicht leid. Du warst keine gute Schwiegertochter, Franziska. Wir waren ja halt nicht fein genug, Mutter. Das ist doch immer dasselbe Gewäsch. Hängt mir schon alle zum Hals raus. Wo gehst du hin? Vor die Tür, da bin ich ja drin, ich ersticke. Bleib doch hier. Du wenigstens musst doch zu mir halten. Ich? Zu dir halten? Warum denn? Mein ganzes Leben hast du mir verfuscht mit deinem Blödsinn, dass ich Bauer werden soll und... Was? Dein ganzes Leben habe ich dir verfuscht? Nein, etwa nicht. Ich habe mir so sehr gewünscht, aufs Technikum zu gehen, aber nein. Ich musste ja den Bauern spielen, nur weil du Rosinen im Kopf hattest. Ich habe doch nur dein Bestes gewollt. Aber was hast du erreicht? Dass ich jetzt Steine klopfen gehen kann. Sonst habe ich ja nichts gelernt. Ist denn alles gegen mich? Habe ich denn alles falsch gemacht in meinem Leben? Ja, das hast du. Du wolltest immer zu viel. Das stimmt. Ja, ich will Hildegard besuchen. Glauben Sie, mögen das? Oh, es ist sehr schön. Josua, ihr habt mir so sehr geholfen, alle. Du und deine Kameraden. Ich habe euch gar nicht richtig danken können. Ah, nichts zu danken. Wir sind alle Menschen, Brüder. Wir auch. Du und ich. Ich bin dein Bruder Josua. So lang. Ich habe mich wirklich über euch gefreut. Das war eine Leistung. Ganze Ernte an einem Tag von so einem Hof. Das war wirklich allerhand. Naja, weil ihr alle zusammengeholfen habt. Auf euer Wohl, Leute. Auf ihr Wohl, Herr Pfarrer. War wirklich ein schöner Tag. Fräulein Hildegard? Ja? Ich möchte zahlen. Gleich. Ja. So, Leute, jetzt muss ich nach Hause. Ich glaube, der Herr Pfarrer will gehen. Mach du weiter, ich muss mich verabschieden. Hildegard, gib mir noch einen. Trink nicht so viel. Du hast leicht reden. Ich glaube, es ist besser, wenn du nicht so viel trinkst. Nicht doch, Hans, wenn uns einer sieht. Genierst dich wohl mit mir, was? Dummkopf. Du weißt ganz genau, dass ich dich mag. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Nein. Und Josua? Ach, hör mir endlich mit dem auf. Der ist mir ganz gleichgültig. Dem zahle ich's noch heim. Wenn der nicht gewesen wäre. Wir haben mit dem Essen auf dich gewartet, Vater. Ich habe sie wieder zurückgeholt auf unseren Hof. Es ist dir doch recht, Bauer. Alles, was Lena tut, ist mir recht. Ess bitte.
Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Evening. Hildegard. Hildegard. Das ist doch der Josua. Du, ich lass dich nicht raus zu dem Kerl. Sei vernünftig, Hans. Ich muss bedienen. Hildegard. Da hörst du's. Hildegard. Dass du mir den aber nicht anschaust. Was ich versprochen habe, halte ich. Mach dann das Licht aus und die Luke zu, wenn du zurückkommst. Ist recht. Hallo. Wohl bekommst? Hildegard. Wohl bekommst? Hildegard. Hildegard. Hildegard! Hildegard, was ist los? Lass mich zufrieden! Warum siehst du mich nicht an? Oh, ich habe etwas für dich. Ach, schenk's, wem du willst, ich habe keine Zeit für dich. Hildegard, du musst mir sagen, warum du böse bist. Das gibt's nicht mit dem da abgereihen. Kann ich dafür, wenn der mir nachläuft? Hildegard! Lass dich zufrieden, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Oh, is that so? Oh, ich verstehe, du willst Hildegard für dich. Oh, no, never! Halt, ich bitte dich! Lass mit dem Wächter alleine fertig! Ah! Hildegard! Ist sie runtergefallen? Was ist denn los? Ist was passiert? Er hat sie hinuntergestoßen, Herr Lump. Weil sie nichts von ihm wissen wollte. Um Gottes Willen. Hildegard! Wake up! Wake up, Hildegard! Say something! She's dead. Tot? Das glaube ich nicht. Ich rufe einen Arzt. Hildegard. 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 Ich glaube, sie ist tot. Tot, das wäre ja furchtbar. Er hat sie auf dem Gewissen. Lass ihn doch verhaften. Sie ist fallen. Ich nicht schuld. Hab ich nicht getan. Er kommt auf. Mach doch die Klappe zu, damit er nicht entwischt. Ich hab den Arzt angerufen. Die MP ist auch schon unterwegs. Let me go. I didn't do it. Let me go. Let me go. Herr Doktor. Tja, da ist nichts mehr zu machen. Also tot. Ja. Der Ami ist entwischt. Na wie denn? Durch die Fassluke. So. War jemand dabei, als es passiert ist? Ja, ich. Ich hab's gesehen. Ich bin gerade dazugekommen.
Er hat sie belästigt und als sie sich gewehrt hat, da hat er sie gepackt und mit aller Gewalt runtergestoßen. Vor ein paar Tagen hatte er schon mal gedroht, er bringt sie um. Das kann ich beeilen. Ich brauche dann Ihre Personalien. Sie werden später als Zeugen vernommen. Weiß jemand, wohin er geflüchtet sein könnte? Ich kann mir schon denken, wo er ist. Ja, er wird bei seinem Freund sein, bei dem Bruckner. Bei dem Zuchthäusler. I didn't do it. Er hat mir alles erzählt. Ich sage doch, er ist unschuldig. Das Mädel hat die offene Falte nicht gesehen. Jeder sagt, dass er unschuldig ist. Lass ihn doch hier, ich sag die Wahrheit. Es geht alles ein. Josua! Josua. Komm, Vater. Komm ins Haus. Wo bloß der Hans bleibt? Wird schon kommen. Was Besseres hätte uns eigentlich gar nicht passieren können. Wieso? Na, wenn die dem Matthias auch heute alle geholfen haben. Auf das hin steht er morgen wieder allein da. Was hatte Matthias damit zu tun? Der Neger war sein Freund, das nehmen die Leute ihm übel. Na, endlich. Wo war er denn? Na, bei dem Zuchthäusler, wo denn sonst? In Handschellen haben sie ihn herausgeholt. Und ab ging's mit ihm. Den hängen sie. Und Matthias? Der stand da, als ob ihm alle Fälle weggeschwommen wären. Das gönne ich dem. Weißt du, was Sie im Dorf sagen, Mutter? Na? Ich war noch beim Wirt. Sie sagen, seit 20 Jahren ist Ruhe im Dorf. Kaum ist der Zuchthäusler da, schon passiert was, sagen sie. Na, Josef, kenn doch die Leute im Dorf. Die schwenken alle wieder zu uns um. Ich hab mir was überlegt, Mutter. Geh du morgen auf den Wiesenhof zur Lena. Sag ihr, sie soll alles vergessen. Sag ihr, dir wird schon was einfallen. Auf dich hat sie doch immer gehört. Meinst du, so kriegst sie noch rum, dass er dich heiratet? Worauf du dich verlassen kannst. Diesmal fange ich's klüger an. Ja, sag mal. Jetzt denkst du schon wieder daran, wie du die Lena herumkriegen kannst? Und das arme Mädel, die Hilde, der du den Kopf verdreht hast, ist erst seit ein paar Stunden tot? Ja. Pfui Teufel. Was fehlt nur, dass du Moral predigst? Kriegst du dafür, wenn du die Augen nicht aufmachst und die Treppe runterfällt? Moment mal. Du hast aber doch dem Polizisten gesagt, Josua hat sie hinuntergestoßen. Naja, und wenn schon? Ob er sie herunterstößt oder ob sie runterfällt, was ist das für ein Unterschied? Ja, nur ein paar Jahre Zuchthaus. Oder lebenslänglich. Oder gar. Aber das bedeutet ja für euch weiter nichts. Josef, du willst doch nicht etwa hingehen? Macht, was ihr wollt. Ihr müsst wissen, was ihr tut. Großmutter, dass du mir ja nicht tratschst. Beim Wiesner braucht ihr die Lena nicht mehr zu suchen. Die Nachbarn haben erzählt, sie wäre jetzt wieder bei Matthias. Und das Gesinde auch. Was? Das ist ja... Ja, Franziska. Es gibt Rechnungen, die gehen nicht auf. Meinst du denn, ich wäre deinem Vater recht? Wenn du mir recht bist. Du lachst so nicht. Wenn du erst meine Frau bist, darfst du nur noch lachen. Steht dir so gut. Tja, wann soll ich denn mit deinem Vater sprechen? Noch nicht. Er quält sich so. Wegen Josua? Mhm. Er zergrübelt sich den Kopf, wie er ihm helfen könnte. Er kann nachts nicht mehr schlafen. Ich höre ihn immer in seinem Zimmer auf und ab gehen. Du, Christoph, glaubst du, dass sie Josua hängen werden? Die Leute sagen's. Christoph! Christoph! Ich möchte dich um was bitten. Wenn ich dir einen Gefallen tun kann, gerne. Weißt du, in der Stadt einen Anwalt, einen sehr guten. Ich brauche ihn für Josua. Ich wüsste schon, aber ein deutscher Anwalt, das ist doch nicht erlaubt. Josua kommt doch vor ein amerikanisches Militärgericht. Ach so, ja. Ich bin schon ein bisschen weltfremd geworden.
Aber ich kann dir nicht zusehen, wie Josua zugrunde geht. Denn er ist unschuldig. Ich weiß es ganz genau. Und wenn die anderen tausend Eide schwören. Er hat es nicht getan. Na, Donald? Wolltest du es zu mir? Nein, Bürgermeister, ich wollte nur... Was ist denn los mit dir? Du hast doch was auf dem Herzen. Ich komme ein andermal wieder. Doch, da. Ich meine, ich kenne mich mit den amerikanischen Gesetzen. Da kenne ich mich nicht so aus. Ich habe nur gehört, man könnte eine Kaution stellen. Und ich würde auch meinen Hof verkaufen. Ich würde alles für Josua tun. Er war nämlich sehr gut zu mir und war der Einzige, der mir geholfen hat. Ich werde auch seine Strafe auf mich nehmen. Wenn es zum Schlimmsten kommt. Ich bin ein alter Mann. Ich muss ihm helfen. I don't understand. He said it would even die for Sergeant Stone. Sir, ich möchte haben einen Freund like you, but tell him Joshua will be in jail for about 2 or 3 years, that's all. Snatchel is absolutely impossible, whatever he wants. Der Captain meint, der Freund bekommt höchstens 2 oder 3 Jahre Zuchthaus. Mehr nicht. Und es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass Sie für ihn die Strafe auf sich nehmen könnten. Na, Donat, hast also doch zu mir wollen vorhin, was? Also, Josef, wo brennst denn? Bürgermeister, es lässt mir keine Ruhe. Seit Tagen nicht. Es heißt im Dorf, sie werden den Josua vielleicht hängen. Ich muss was zu Protokoll geben. Ich will nicht, dass einer zum Tod verurteilt wird, weil mein Sohn eine falsche Aussage gemacht hat. Was wird denn nun mit ihm? Von! Sergeant Stone, you are free. Free? So you said free? Yes. Oh, sir. Joshua, du bist frei. Come in. Captain Brown hat mir gesagt, was du wolltest tun für mich. Ich danke dir. Es ist schön zu wissen, dass man hat einen Freund wie du. Josua, du hast 2 Freunde. Gott und Matthias Bruckner. That's me. Okay? Okay.